Bleib stehen! Also, ich weiß wirklich nicht, was du... Tut mir leid. Hören Sie zu, ich habe keine Wohnung, keine Arbeit. Ich hänge total in der Luft. Wir haben noch ein Zimmer frei. Was? Wer ist wir? Wenn du willst, kannst du hier umsonst wohnen. Wenn du uns den Haushalt machst. Nee, Kinder, nicht mit mir. Du sparst die Miete. Was ich brauche, sind extreme Belastungen, an denen ich... Hey, komm! Das ist Wolfgang, Kumpel aus dem Fitnesscenter. Das ist Tom, der mit den drei Frauen. Respekt. Also wenn du schon mit drei Weibern zusammen haust, dann sollen sie gefälligst auch euer Wäsch waschen. Och, Mama. Was machen die da den ganzen Tag? Ey, was soll die Scheiße? Wenn ich mich von dir betatschen lassen will, sage ich dir rechtzeitig Bescheid, klar? Verdammt nochmal, was soll ich denn noch tun? Ich weiß, ich bin ein mieses, patriarchalisches Arschloch, aber zwei Wochen kein einziges persönliches Wort. Das hält doch kein Mensch aus. Was hältst du davon, miteinander zu schlafen? Ach, ihr tut sowas auch? Immer wie der Himmel, immer wie der Himmel, der Amor, der Kannibal. So Gefühle. Ich bin nach genau durchdachter Versuchsanordnung vorgegangen. Ich habe ihn an seiner empfindlichsten Stelle gepackt. Genau. Man muss sie psychologisch weich kochen, diese Scheißkerle. Der Einzige, der hier nichts zu lachen hat, ist Tom Blattner. Siehst doch, das Schicksal meint es wieder gut mit mir. Allein unter Frauen.